man springt rein und man ist in einem anderen Element. An Land bist du halt an Land. Da kannst du dich bewegen, wie du willst und wirfst du und sowas. Aber im Wasser ist alles ein bisschen anders. Du springst halt rein und hast ein Element, was du wegdrücken kannst, in dem du dich bewegst. Ja, also mein Handicap hat einen Einfluss auf mein tägliches Leben. Ich stehe morgens auf und ziehe mir meine Orthese an. Ohne die könnte ich sonst nicht laufen oder mich nicht fortbewegen. Ist schon so, dass man da eingeschränkt ist und sowas. Und man muss die Gesellschaft dahin erziehen, dass das was Normales ist, behinderte Menschen zu haben. Mehr Paralympics im Fernsehen zeigen oder mehr Behindertensport allgemein im Fernsehen zu zeigen, weil wir, was ja auch eine Leistung bringen, was manchmal sogar ein bisschen höherwertiger ist als im Nicht-Behindertensport. Also ich war, glaube ich, schon immer ziemlich ehrgeizig, auch als Kind. Im Sport war ich immer jemand, der ein Ziel hatte und darauf fokussiert war und dieses Ziel am besten immer mit Bestzeit zu erreichen und jede Trainingseinheit so zu nehmen, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht. Schwimmen macht einfach die meiste Zeit Spaß. Also mir geht es darum, im Wettkampf mich selber zu schlagen. Meine Bestzeit zu toppen, also schneller zu schwimmen als je zuvor. London war eigentlich das schönste Rennen, weil ich wirklich als Underdog da angereist bin, eine Medaille geholt habe. Überraschenderweise dann und vor allen Dingen erste Spiele. Erste Spiele, gleich eine Medaille, was will man dann mehr? Und Silber dann, ne? Es ist mega geil, wenn du dann da ins Stadion einläufst dann oder in die Schwimmhalle einläufst und dann da mega viele Menschen jubeln und oh, das macht. Das ist so Gänsehaut-Feeling pur und du hörst es auch unter Wasser so halb, also beim Brustschwimmen kommst du ja hoch und natürlich ist hier alles voller Wasser, aber du hörst diese Massen dann brüllen und sowas und oh, ja. Der Sport hilft einem, besonders der Behindertensport, Mensch, ich kann doch was trotzdem machen. Ich kann zwar nicht mehr 100 Meter laufen, aber ich kann jetzt 100 Meter schwimmen oder Bogenschießen oder Basketball spielen, sonst was. Ja, du wirst selbstbewusster dadurch. Du machst den Sport und du kriegst eine gewisse Anerkennung und dadurch wirst du selbstbewusster und hilft einem sehr gut dabei, mit einem Handicap umzugehen. Ich würde gern auch mal 1,80 groß sein. Oder dass die Leute halt immer, wenn man sich unterhält, ist er, dass sie halt runtergucken müssen. Ich würde auch gerne mal denen direkt mal in die Augen gucken, ja. Aber das lässt sich ja nun nicht ändern und dann musst du halt mal durch und dann ist das so. Jeder Mensch, egal ob behindert oder nicht behindert, hat ja irgendwie ein Steckenpferd, ein Talent. Und das muss man irgendwie tief in sich heraussuchen und fördern. Und am Ball bleiben natürlich auch. Und nicht immer gleich aufgeben, wenn es mal nicht klappt.